Ja, ich glaube, dass es mit den Menschen im Augenblick sehr viel macht, dass sie aus ihren Lebens- und Alltagsroutinen gerissen sind. Das ist ein Zustand, den man gar nicht kennt. Also allein, dass man mit seinem Partner so viel Zeit verbringt, das macht man vielleicht sonst im Urlaub, aber das macht man meistens im Alltag nicht. Ist das gut oder schlecht? Naja, gut, am Anfang hat man immer gesagt, es würden wahnsinnig viele Corona-Kinder entstehen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Sie glauben eher an Scheidungen? Ja, ich glaube eher an Corona-Scheidungen. Also, ja, okay. Ich glaube, dass Paare, die lange zusammen sind, sehr häufig, es ihnen gut tut, wenn sie sich nicht von morgens bis abends sehen. Das ist einfach bei vielen Paaren, nicht bei allen Paaren, aber bei vielen Paaren. Normalerweise ist das so, dass wir so eine Grundgeschmeidigkeit haben, mit dem passen wir uns an den Alltag an. Da haben wir auch unsere Rituale, wie ins Stadion gehen oder ins Freibad gehen oder tausend andere. Und das ist jetzt alles nicht mehr da. Und da kommt so eine Situation, wenn man so ein Leben hat, so eine einzige Abfolge von Sonntagen, dass man sich plötzlich sein eigenes Leben aus der Distanz betrachtet. Und wo im Grunde genommen so eine Besinnlichkeit ins Leben eingezogen ist, von der man nicht so richtig weiß, wie man damit umgehen soll. Also ich erlebe, dass viele Menschen eine große ästhetische Faszination gerade empfinden für den flugzeuglosen Himmel, ja, für diesen 60er-Jahre-Straßenverkehr. Ja. Ja, viel erinnert das an die eigene Kindheit. Ja. Und in solchen Situationen bekommt man ein Gefühl dafür, dass das normale Leben, was man immer geführt hat, vielleicht gar nicht normal ist. Dass also dieses schneller, höher, weiter, alles muss mehr werden, alles muss schneller werden und so. In einem Moment, wo sich das verlangsamt, man da drauf guckt und denkt, das wäre jetzt auch nicht so ganz schlimm, wenn es anders wäre. Und das ist das, was ich meine, wenn ich sage, das Fenster in Alternativen zu denken, geht auf einmal auf. Weil viele Dinge, wo man gesagt hat, ist halt so, kann man nicht ändern. Man plötzlich sieht, ja, wieso? Es ist überhaupt nicht klar, ob sich bestimmte Dinge nicht ändern lassen und ob die Lebensqualität tatsächlich abnimmt. Wenn, um mal Beispiele zu nennen, Menschen keine Billigkreuzfahrten mehr machen können. Ja, ich meine, ich bin ja seit langer Zeit ein großer Gegner dieses Kreuzfahrttourismus. CO2-Bilanz ist ganz katastrophal, die Schweröle, die da ins Meer gehen und so weiter. So, jetzt hat das ein so schlechtes Image, ne, so als Corona-Schleuder, dass in diesem Jahr sowieso keiner mehr eine Kreuzfahrt macht. Und ehrlich gesagt, wenn es irgendwann weg wäre, würde uns dann was Existenzielles fehlen? Natürlich kann man die Frage an vieles stellen, das ist mir schon klar. Flugverkehr aber diese Frage, was ist wirklich wichtig? Flugverkehr. Es ist ja denkbar, dass die Bundesregierung, je nachdem, wie lange die Krise anhält, bei der Lufthansa mit einsteigen muss. Und wenn sie das tatsächlich täte und hier Geld gibt und coacht und macht und Hilfestellung macht, dann hätte sie auch die Möglichkeit, mit der Lufthansa ganz anders darüber zu diskutieren, ob man das ohnehin defizitäre innerdeutsche Luftfahrtsgeschäft nicht tatsächlich einstellt. Oder sehr stark reduziert auf sehr wenige Sonderfälle. Aber jetzt das sind ganz spannende Dinge, über die wir jetzt reden können und vorher nicht. Da kommst du plötzlich weg von der Idee des permanenten Wachstums. Ich glaube, die Lufthansa hat eine Flotte von 760, 770 Maschinen. 60, 70 von denen werden jetzt für immer stillgelegt. Das heißt, das ist ein historischer Vorgang. Die Lufthansa reduziert faktisch ihre Flotte. Wir haben ja überhaupt die Grundsituation, dass wir auf der einen Seite unsere Wirtschaft nicht runtergehen kann und wir aus dem Wachstumszwang nicht ausbrechen können, wegen der gewaltigen ökonomischen Folgen und auch dem Verlust von Arbeitsplätzen. Und auf der anderen Seite kann das Modell, was wir bislang gelebt haben, auch nicht weitergehen, weil wir dann unsere natürlichen Lebensgrundlagen zerstören und dann drohen uns doch viel schlimmere Dinge als der Verlust von Arbeitsplätzen. Dieses Dilemma ist ja ohnehin die Gestaltungsaufgabe des 21. Jahrhunderts. Also der Umbau der sozialen Marktwirtschaft in eine nachhaltige Marktwirtschaft. Und es wird nicht das Ergebnis der Corona-Krise sein, dass wir dann anschließend aus der Wachstumsspirale vollkommen ausbrechen. Sondern das Ergebnis wird sein, dass unser Alternativsinn geschärft wird, zu sagen, braucht's das, braucht's das, braucht's das? Und wenn es das nicht braucht, was kann man stattdessen machen? Also wir müssen es ja schaffen, dass wir die Arbeitsplätze in irgendeiner Form verlagern. Wir werden ja auch möglicherweise viele andere Veränderungen machen, also langfristig einen Umstieg in ein System eines Grundeinkommens, weg aus dem Umlagesystem. Das sind ja alles Dinge, die ohnehin anstehen im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Durch Globalisierung, durch Digitalisierung, durch den Zwang, dass wir die Umwelt endlich ernst nehmen müssen, die Natur nicht nur als Ressource begreifen. Denn das Spannende an Corona ist ja, die Menschen werden sich ihrer Leiblichkeit und ihrer Sterblichkeit bewusst. Ja? Man merkt plötzlich, man ist ein biologisches Wesen. Ja, ich meine, da sitzt der Biologe und Virologe, Herr Schmidt-Schanasit. Ist das etwas, wir reden gleich weiter, aber nur der kurze Gedanke dazwischen. Es ist doch das erste Mal, zumindest solange ich denken kann, dass sozusagen die Gesetze der Natur plötzlich wirklich den Takt vorgeben. Keine wirtschaftlichen Interessen, keine anderen Interessen, auch nicht die große Politik, sondern es ist im Grunde eine natürliche Gesetzmäßigkeit, der wir jetzt gerade folgen. Na gut, wenn man bis
bisschen noch weiter zurückgehen, möchte nur an die Pest erinnern, dann glaube ich, kommen wir schon noch mal zu den Zuständen, wo ein Erreger letztendlich sehr, sehr viel bewirkt hat und auch eben gesellschaftlich verändert hat. Das darf man nicht außer Acht lassen. Aber gerade die Frage der Nachhaltigkeit und eben das Vermeiden des Zerstörens bestimmter Lebensräume hängt ja auch unmittelbar sozusagen mit diesem Ausbruchsgeschehen zusammen. Also die Zerstörung von Regenwäldern hat unmittelbar auch mit dieser Geschichte zu tun. Genau, das ist ja letztendlich eine ganz wichtige Ursache, warum wir immer mehr mit diesen Erregern auch in Kontakt kommen, die eigentlich in ihren abgeschlossenen Lebensräumen gesichert waren, sozusagen, vor Kontakt mit dem Menschen. Und wenn wir eben in diese Räume eindringen, mit unserer Massentierhaltung, mit entsprechenden Plantagen, wo eben genau diese Rohstoffe erzeugt werden müssen, dann kommt es eben vermehrt zu diesen Übergängen. Und das wird letztendlich in der Zukunft nicht anders sein, wenn wir uns da nicht anders verhalten. Es gibt ja noch eine andere, nicht, das ist ja ihr Stammgebiet, es gibt ja noch einen anderen Zusammenhang. Also wir haben jetzt schon das Problem, dass wir durch den Klimawandel mehr und mehr Tropenkrankheiten, tropische Viren bei uns haben. West-Nil-Virus. West-Nil-Fieber, ja. Dengue-Fieber, Chikungunya-Virus. Also was ist das? Lauter Beispiele. Das ist auch ein stechmückenübertragenes Virus, was zu sehr, sehr lang anhaltenden Gelenkproblemen, Schmerzen führt. Lähmungen. Und das woher kommt und jetzt wo? Das kommt ursprünglich aus Afrika, darum dieser sehr sozusagen schwer auszusprechende Name, und hat Ausbrüche unter anderem in Italien auch hervorgerufen. Also Italien ist gerade, was diese neuen Viren auch betrifft, ein Hotspot. Ja. Ja, und das sind alles Dinge, die sich massiv verstärken werden, wenn der Klimawandel immer weitergeht. Und insofern ist es natürlich, Corona und der Klimawandel sind zwei verschiedene Themen. Aber sie haben ihre große Gemeinsamkeit darin, dass wir plötzlich merken, die jüngeren Menschen bei uns glauben ja, sie sind näher mit ihren Smartphones verwandt als mit anderen Tieren. Ja, man erlebt sich gar nicht mehr biologisch. Bei Viren dachte man zuerst daran, Computervirus kommt. Ja, und dann stürzt das System ab und dann muss es wieder hochgefahren werden. Und das ist bei Menschen eben nicht so einfach mit dem Hochfahren. Also wir kapieren quasi, wie sehr wir ein Stück Natur sind. Die eigene Stofflichkeit. Und dieses Bewusstsein ist das, was wir brauchen, um auch noch die letzten Bornierten davon zu überzeugen, ja, dass wir viel, was in unserer Macht steht, tun müssen, um die Vernichtung der natürlichen Lebensgrundlagen. Ja, das gilt für Ressourcen, das gilt für den enger werdenden Lebensraum, das gilt für den Klimawandel, dass wir das mit aller Macht machen sollen. Ich glaube, wir haben einen Warnschuss gekriegt, dass die Natur uns plötzlich sagt, pass mal auf, Freunde, ihr steht nicht über der Natur, ihr seid ein Teil der Natur. Und bei dem ganzen Tragischen, das im Coronavirus da ist, hoffe ich, dass wir diese Lernaufgabe, dass wir die ernst nehmen. Immer dann, wenn jemand sagt, wir brauchen Verbote, wir brauchen klare Ansagen, wir brauchen Einschränkungen, wir brauchen Leute, die einfach sagen, das geht jetzt nicht mehr, kam im Zweifel Christian Lindner um die Ecke und rief, ihr seid die böse Verbotspartei. Und es hat auch verfangen, das hat auch funktioniert. Und plötzlich stellen wir mit großem Erstaunen fest, ach, die Leute wollen das offensichtlich doch. Ich erinnere mich an ein Gespräch hier, wo Sie sagten, die Leute wollen Verbote. Ja. Ich bin fest davon überzeugt. Und ich erinnere mich an die Situation, da haben die Leute im Studio laut gelacht. Ja. Heute ist keiner hier, um laut zu lachen. Ich glaube, heute wird aber auch keiner mehr. Nein, die Leute wollen Verbote, ist eine Frage, wie groß die Angst ist. Ja, und beim Klimawandel haben zu viele Leute zu wenig Angst. Und bei Corona weil es haben sehr viele das Leute Angst. Kollektiv betrifft sozusagen. Ja, und nicht den weil Einzelnen, man immer noch denkt, das könnte ja im Zweifelsfall erfunden sein oder es trifft erst die Generation der Urenkel und sowas. Und da ist es so. Ich meine, wenn ich sage, die Menschen lieben Verbote, wollte ich damit nicht sagen, dass man jeden Tag was verboten kriegen will, sondern dann wollte ich sagen, es gibt bestimmte Dinge, die existenziell sind und wo man sich dann geborgener und geschützter und sicherer fühlt. Wenn man das Gefühl hat, da wird von oben mitgedacht und da werden klare Regeln und Ansagen gemacht und bestimmte Dinge und Missstände eben auch verboten. Und das war das allererste, was mir auffiel bei der Corona-Diskussion ist, wie bereitwillig die Menschen die Einschränkung ihrer Grundrechte akzeptiert haben. Ich möchte ja beim Klimawandel nicht im gleichen Ausmaß die Grundrechte. Aber da wird schon Verbot von Plastiktüten als Eingriff, grundrechtswidriger Eingriff in meine Privatsphäre aufgefasst. Da haben wir völlig unverhältnismäßig argumentiert. Und ich hoffe auch, dass diejenigen, die damals nicht verstanden haben, was ich gemeint habe mit den Verboten, dass sie es inzwischen begriffen haben. Wenn wir bestimmte Dinge im Zusammenhang mit der sich androhenden Klimakatastrophe verbieten, wie zum Beispiel, weil ich hatte ja vorher das Beispiel der Kreuzfahrtschiffe gemeint, dann ist das ja keine Einschränkung in Grundrechte. Wenn wir das aber nicht verbieten und wenn wir irgendwann eine Erderwärmung von 2 Grad haben oder gar von 3 Grad, dann haben wir hier so katastrophale Zustände, dass man nur noch mit der Einschränkung von Grundrechten überhaupt noch regieren kann, und zwar egal, wer regiert.
Das heißt also, mir geht es darum, einen Zustand, in dem Grundrechte massiv eingeschränkt werden müssen, zu verhindern dadurch, dass wir rechtzeitige Prävention machen. Und mir geht es nicht darum, jetzt eine Ökodiktatur zu errichten, wo die Grundrechte eingeschränkt werden wie bei Corona, sondern genau das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte an ganz bestimmten gezielten Stellen Dinge, die letztlich gesellschaftlicher Luxus ist, reduzieren, damit die Grundrechte langfristig gesehen nicht eingeschränkt werden müssen. Also, Markus Söder hat im Moment Zustimmungswerte, von denen er selber lange nur träumen konnte. Der sich als harter Macher, als jemand, der sehr schnell alles verboten hat, sozusagen, was irgendwie möglich war, profiliert hat. Wie ist das zu erklären? Ja, also es bestätigt das, wenn die Leute Angst haben, ne, dann sind sie sehr dankbar für klare Ansagen. Und ich meine, das ist ähnlich, man denke an Helmut Schmidt, als er als Elbhochwasser war in den 60er Jahren. Ja, das hat ihn quasi schon ganz früh zum Kanzlerkandidaten gemacht, wenn das noch nicht war. Ja. Oder Giuliani beim 11. September. Richtig. Na, und Söder hat den Instinkt, dass er weiß, dass er sozusagen der am klarsten Sicherheit versprechen kann, dass er die größten Sympathiewerte kriegt. Wahrscheinlich wird das in den nächsten Tagen und Wochen kippen. Ja, und wahrscheinlich ist Laschet da auf der richtigen Spur, weil der wirtschaftliche Schaden für Bayern so groß werden wird. Ja, also man kann das an der Geschmeidigkeit vom Kurz. Kurz ist deswegen interessant, also österreichischer Regierungschef, ist deswegen ein wahnsinnig interessantes Beispiel, weil da dieser Mann keine Überzeugungen hat, hat er die perfekten seismografischen Fähigkeiten, sich immer an die richtige Entwicklung anzupassen. Mhm. Und er war genauso ein Hardliner, wie Söder es war, ist den harten Kurs gemacht und ist der Erste, der wieder von Rückkehr in die Normalität gesprochen hat. Der den Takt auch vorgibt. Genau. Und das, und ich glaube, das ist das, was innerhalb passieren wird. Also ich glaube, dass Söder jetzt noch auf pocht, dass Bayern, die ja auch die höchsten Infektionsraten haben, auch ein echtes gemessenen Problem, jedenfalls, dass er noch darauf besteht, dass die anderen jetzt nicht für ihn entscheiden. Aber ich glaube, in Bayern wird, und wenn mit geringer Zeitverzögerung, der gleiche vorsichtige, schrittweise Lockerungsprozess sein, wie in den anderen Bundesländern auch. Und wer am Ende den größten Profit daraus schlägt, also Laschet, der sehr, sehr früh wirtschaftsfreundlicher agiert hat, oder Söder, der den patriarchalischen Landesvater gegeben hat. Das wird sehr viel später entschieden. Das einzig Gute an der ganzen Geschichte ist, dass Friedrich Merz aus dem Rennen ist. Das beruhigt mich ausgesprochen, weil er im Augenblick kein Regierungspolitiker ist, kann sich nicht profilieren. Ja. Und wenn es auf einen Zweikampf zwischen Laschet und Söder hinausliefe, wäre es mir sehr viel lieber, als wenn Friedrich Merz noch im Spiel wäre. Wie lange bleibt dieses Fenster offen, ist die Frage. Ja, also ich kann ja nur zustimmen. Ich möchte nicht in die Normalität vor der Krise in allen Punkten zurück. In welchen nicht? Ich könnte mehrere Sachen aufzählen. Also das eine ist zum Beispiel, ich möchte nicht in die ökonomische Realität des Einzelhandels zurück von vorher. Wir haben jetzt die Situation, wer ist der große Krisengewinner? Amazon. Wer ist der große Verlierer? Die inhabergeführten kleinen Geschäfte. Die vorher schon bedroht waren. Die vorher schon. 64.000, nur mal für den Hinterkopf, nur in Deutschland, ne? Kleinsthändler. Wir müssen uns doch was einfallen lassen, wenn wir die Diversität haben, die für die urbane Kultur wichtig ist. Ja, da müssen wir uns eine ganze Menge einfallen lassen, wie wir das machen. Und das geht nicht einfach mit einer Kreditvergabe. Und das geht nicht einfach damit, dass ich sage, du kannst jetzt zinslose Kredite aufnehmen oder du kriegst 6.000 auf die Hand oder 4.000. Damit ist das Problem nicht gelöst. Das ist richtig. Wir müssen dieses beim Wiederaufbau überlegen, wie wir dieses System viel stabiler machen können und wie wir den kleinen Einzelhändler gegenüber den großen Online-Giganten viel, viel besser absichern können. Das wäre eine Aufgabe. Wie kommt da Ihr Gedanke? Gut, ich hatte ja meinen Vorschlag gemacht, dass man das mit einer erhöhten Online-Steuer machen kann. Muss man sich überlegen, ob das den gesamten Online-Handel betrifft oder nur einen bestimmten. Sie haben damals vorgeschlagen, 25% auf alles, was online, weil der Abstand ja groß sein muss. Ich möchte nicht weiterhin zu der Normalität zurück, dass Menschen, die Pflegekräfte sind oder Krankenschwestern, so lausig bezahlt werden, wie sie in diesem Land bezahlt werden. Ich möchte eine Art Solidaritätszuschlag für diese Leute oder andere Vereinbarungen. Man kann die nicht kurz zu Helden erklären, ihnen einen Bonus geben, vom Balkon runterklatschen und nachher ist alles, wie es vorher war. Ich möchte in den Zustand vorher nicht zurück. Wir müssen neu über unser Gesundheitssystem und über die Bezahlung all der Menschen, die da eine wirklich harte und wertvolle Arbeit leisten, zurück. Wäre ein zweiter Punkt. Der ganze Nachhaltigkeitskomplex ist natürlich der vierte Bereich. Das ist das, was jetzt ansteht. Und jetzt kommt ein Problem. In der Krise sagen die Politiker, ja, jetzt müssen wir erstmal die Krise meistern. Jetzt haben wir für solche Ideen keine Zeit. Ist die Krise erstmal gemeistert, ist alles wieder so hergestellt, wie es vorher war, wird es auch nicht mehr verändert. Wenn wir so sehen, geht das Fenster in dem Moment, wo die Krise zu Ende ist, auch wieder zu.
Man ist dann mit Wiederaufbau beschäftigt und mit der Herstellung weiterer Wirtschaftswunder und dann ist vorbei. Dann wird man sagen, wir müssen ganz, ganz viel konsumieren, um das Gleiche wieder nachzuholen. Und dann denkt man nicht mehr über Alternativen. Ja. Was die ganze Finanzwelt anbelangt, ist es ein Unding, dass ich in der Finanzwelt unendlich viel mehr Geld verdienen kann als in der sogenannten Realwirtschaft. Ja, dass wir gucken, wie diese ganzen Gelder, die als Spekulationskapital unterwegs sind, das ist alles Geld, was unserer Wirtschaft letztlich fehlt. Auch hier lohnt sich der systematische Blick auf die Frage, zu welcher Normalität wollen wir zurück. Die Aufgabe besteht darin, einfach sozusagen Vektoren zu machen und sagen, darüber können wir nachdenken, darüber können wir nachdenken. Und all die Anregungen von Menschen sollten in der Politik aufgegriffen sein, die konstruktive Vorschläge machen, wie es besser geht. Meine Befürchtung ist, dass es nicht funktionieren wird. Aber solange wir die Chance haben, sollten wir auf diese Chance insistieren.